Der Name Sinnhofer steht für Tracht und Tradition, wie wenige andere im Salzburger Land. Der Hendorfer Familienbetrieb ist ein echter Komplettausstatter in Sachen Dirndl und Lederhosen, mit allem, was dazugehört. Das war natürlich nicht immer so, denn angefangen haben Marianne und Walter Sinnhofer ganz klein im eigenen Kämmerlein. Ja, es war in unserem Wohnhaus, haben wir im ersten Stock ein Schlafzimmer ausgeräumt, 3x4 Quadratmeter circa. Und ein paar Holzregale zusammenbastelt und so haben wir gestartet. Und dann ist da das Haus frei geworden, das war unsere alte Schule, alte Volksschule. Da sind meine Eltern in die Schule gegangen, ich bin in die Schule gegangen da. Und dann unsere Kinder sind da in den Kindergarten gegangen und der ist dann neu gebaut worden. Und dann haben wir 1988 da einziehen können. Und seitdem haben wir uns da gut entwickelt. Der größte Erfolgsfaktor ist dabei wohl, dass die Sinnhofers seit mehr als 3 Jahrzehnten voll und ganz auf beste Qualität vertrauen. Wir führen zum Beispiel kein Rindsleder oder kein Schweinsleder. Das wollen wir nicht, weil das ist die minderwertige Qualität. Wir haben Ziegenleder und Hirschleder. Beim Hirschleder gibt es das kromgegerbte Hirschleder und das sämischgegerbte. Sämischgegerbte wird mit Tran gemacht und das kromgegerbte mit Kromsalzen. Dieser hohe Qualitätsanspruch hat die Sinnhofer Trachten bereits weit über den Flachgau hinaus bekannt gemacht. Ich habe da letztes Mal nachgeschaut, sogar von Wien haben wir 110 gelistete Kunden. Und wie gesagt, außerdem ein Musikverein aus Belgien haben wir ausgestattet. Oder das weiteste Weg war eine Kindergruppe aus Australien. Um die Welt gehen nicht nur die Sinnhofer Trachten, sondern auch eine andere Geschichte des Hendorfer Familienbetriebs. 2012 schafften sie es nämlich ins Guinness Buch der Rekorde. Zum einen mit der kleinsten, aber vor allem mit der größten Lederhose der Welt. Groß und klein ist auch ein gutes Stichwort, denn neben den Erwachsenen kommen bei Trachten Sinnhofer auch die Kinder nicht zu kurz. Also wir haben angefangen von Bodys, wo oben steht meine erste Lederhosen, mein erstes Dirndl. Ganz süße Sachen für eben von Neugeborenen angefangen und für die Größer mit 1,5 ungefähr gibt es ganz süße Dirndln, Lederhosen, Hemdeln. Schaut natürlich, weil es so klein ist, alles herzig, einfach herzig aus. Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei jungen Erwachsenen liegen Lederhose, Dirndl und Co. wieder voll im Trend. Das freut die Trachtenliebhaber der Familie Sinnhofer natürlich ganz besonders. Mit den Jungen lebt ja die Tracht weiter. Ja, wenn die nicht nachrücken, dann hört sich das auf einmal auf. Und die sind so glücklich, dass sie Lederhosen anziehen dürfen und ein Dirndlgewandl. Und um das geht es, um den Enthusiasmus und um die Liebe zur Tracht. Und dass, dass man das mag, um das geht es, ja, dass man es gern anzieht. Um den Trachtennachwuchs ist es momentan also richtig gut bestellt. Genauso wie um den Fortbestand von Trachten Sinnhofer selbst. Ja, das freut uns natürlich. Wir haben 3 Kinder. Und die Sonja profitiert natürlich von unserer Erfahrung, von der jahrzehntelangen. Und das wollen wir an die Sonja weitergeben und die wird das super weiterführen. Aber so soll es ja sein, dass es dann in der Familie weitergeht. Ja, das ist schön. Das freut uns natürlich, dass, kann man sagen, unser Lebenswerk eigentlich, dass das weitergeht. Und der älteste Enkel, der ist 10, der Leonhard, und der sagt so, Opa, das nehme ich einmal in dein Geschäft. Also es schaut ganz gut aus für die Zukunft. Die Erfolgsgeschichte von Trachten Sinnhofer dürfte also weitergehen. Und so werden wohl noch viele spannende Kapitel dazukommen.